Esau hatte einen Hass gegen Jakob, weil Jakob sein Geburtsrecht und den Segen seines Vaters genommen hatte. Und Jakob hatte keine andere Wahl, als zu fliehen. Jakob floh weit weg in das Haus seines Onkels in Haran. Aber Jakob wurde immer und immer unruhiger. Es war schon dunkel geworden und Jakob hielt auf seinem Weg nach Haran für die Nacht an. Als er einen der Steine dort nahm, legte er ihn unter seinen Kopf und legte sich zum Schlafen. In der Nacht hatte er einen Traum, in dem er eine Treppe auf der Erde ruhen sah, deren Spitze bis zum Himmel reichte und die Engel Gottes von oben und auf sie herabstiegen. Da oben stand der Herr, der Jakob rief. Jakob, ich bin der Herr. Ich werde dir und deinen Nachkommen das Land geben, auf dem du leben kannst. Deine Nachkommen werden sein wie der Staub der Erde, und ich werde mit dir sein und über dich wachen, wohin du gehst. Jakob erwachte aus seinem Traum erschrocken. Es war so ein erstaunlicher Traum. Herr, ich danke dir. Sobald er aufwachte, nahm Jakob den Stein, den er unter seinen Kopf gelegt hatte, und stellte ihn als Säule auf und goss Öl darauf. Er nannte das Ort Bethel. Jakob dankte dem Herrn. Endlich kam Jakob bei seinem Onkel Laban an. Dort sah er Rachel, die Tochter Labans, und er mochte sie in dem Moment, als er sie sah. Also sagte er zu seinem Onkel: Onkel, wenn du mir deine jüngere Tochter Rachel gibst, werde ich 7 Jahre für dich arbeiten. Es sind 7 Jahre vergangen. Weil Jakob Rachel liebte, schienen die 7 Jahre nicht lange zu sein. Jakob sagte zu Laban: Jetzt, da 7 Jahre vergangen sind, nehme ich Rachel als meine Frau. Jakobs Onkel Laban aber nahm seine ältere Tochter Lea und gab sie stattdessen Jakob. Laban wollte seine jüngere Tochter nicht vor seiner älteren Tochter heiraten lassen. Und so sagte er zu Jakob: Wenn du noch 7 Jahre arbeitest, lasse ich dich Rachel heiraten. Jakob tat es. Er arbeitete hart und nach 7 Jahren heiratete er Rachel, die er liebte. Jakob heiratete Rachel und Lea und hatte viele Söhne. Er lebte im Haus seines Onkels und arbeitete hart. Er kümmerte sich um viele Tiere, darunter Schafe, Kühe und Kamele. Und durch den Segen Gottes bekam er und besaß er viel Reichtum.